was für ein Jubiläum. Seit 25 Jahren malt meine Mutter Margit König also im Tiergarten Schönbrunn. Heute Abend sind wir alle hier, um eine Jubiläumsausstellung zu feiern, einen neuen Katalog zu präsentieren. Wer nicht dabei war, der hat was verpasst. Frau Magister Kobold, haben Sie eigentlich ein Lieblingsbild? Ja, die Languste gefällt mir besonders gut und die Orang-Utans. Haben Sie Frau Margit König schon mal malen sehen im Tiergarten Schönbrunn? Oh ja, kann ich mich auch erinnern, aber da haben wir gar nicht miteinander gesprochen, weil das habe ich nicht gewusst, dass sie da wirklich eben so echte Institution ist. Haben Sie eigentlich, Herr Kaspar, ein Lieblingsbild von Margit König? Eins, das Ihnen besonders gut gefällt, wenn Sie durch die Ausstellung gehen? Ja, also ich glaube, die Sol ist wirklich was ganz Beeindruckendes, weil man wirklich erkennt, welches Tier das ist und auch das Gefühl hat, man sieht und spürt die Gemütsstimmung auch. Haben Sie eine Veränderung festgestellt in den Bildern in den letzten Jahren? Vor 25 Jahren war das nach Ihren eigenen Aussagen eigentlich auch noch so der Beginn einer neuen Leidenschaft, wo sie sich selbst als Schülerin noch gesehen hat. Aber jetzt ist es einfach eine andere Liga geworden. Ja, Herr Bechlner, schön, dass Sie hier sind bei der Jubiläumsausstellung von Margit König. Ja, selbstverständlich. Wir haben so lange Zeit gemeinsam hier im Tiergarten gewirkt und uns gegenseitig über die Schulter geschaut und eigentlich immer gelobt. Also insofern freut es mich natürlich, jetzt bei einem Jubiläum dabei zu sein. Was gefällt Ihnen besonders gut an den Bildern? Naja, sie sind unterschiedlich und doch schön. Ich habe gerade heute wieder gesehen, diese Elefanten auf rotem Hintergrund, das ist eine völlig neue Sache. Sie entwickelt sich ständig und es ist anstrengender als das andere. Es sind aber die Alten wegen dem nicht schlechter. Das heißt, Sie haben auch über die Jahre hinweg eine Veränderung in der Maltechnik und auch in der Art, wie Sie die Tiere darstellt, feststellen können. Naja, selbstverständlich. Ich glaube, sie hat da wirklich einen unterschiedlichen Zugang gefunden. Und man sieht sie auch jetzt schon bei der Einladung, das ist wieder ganz was anderes wie früher. Interessant war natürlich auch, sie war ja nicht nur hier im Tiergarten Schönbrunn, sie war ja in vielen europäischen Zoos und hat immer was Nettes mitgebracht. Da ist immer eine Freude, ihre Kunstwerke zu bewundern und ich habe natürlich auch selber einiges zu Hause hängen. Das heißt, bei Ihnen hängen auch echte Königs zu Hause? Echte Königs. Natürlich ist auch ein Löwe dabei, nachdem ich im Sternzeichen Löwe bin, aber auch die Nonia und vieles andere mehr. Also sie ist eine tolle Künstlerin.